Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2, Projekt Indien. Ja, das letzte Mal sind wir ja schon drauf gekommen. Es wird vielleicht doch noch etwas länger dauern, bis ganz Indien unter unserer Fuchtel ist. Vor allem, weil Großbritannien sich ja ein Bündnis mit dem Deutschen Reich ausgehandelt hat. Allerdings muss ich dazu sagen, es gibt schon eine Möglichkeit. Ich werde versuchen, einfach einen der Bündnispartner von Großbritannien in einen Krieg zu zwingen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und zwar einerseits vielleicht Russland. Aha, die sind ja gar nicht mehr mit Russland verbündet. Gut, dass ich das jetzt nachschaue. Oder sind die noch mit Russland verbündet? Doch, sie sind mit Russland verbündet. Russland ist zwar auch mit Frankreich und den Niederlanden verbündet, aber gut soll es sein. Die Niederlande sind nicht so schlecht. Da können wir nämlich in den Kolonien auch schön erobern. Ja, wobei andererseits vielleicht erobern dann die auch bei uns. Bei Frankreich ist auch dabei. Puh. Na egal. Na vielleicht nicht Russland. Es gibt noch andere Bündnispartner, die interessant wären für sowas. Belgien und Portugal. Vor allem Portugal, denke ich mir. Die haben da nämlich Kolonien. Das heißt, man kann relativ günstig einen Kriegsgrund gegen Portugal kriegen. Und dann in dem gleichen Krieg gleich versuchen, Assam und noch ein paar andere Sachen von Großbritannien zu erobern. Plus Bundelkhand oder Orissa. Das überlegen wir uns dann quasi, wenn wir es soweit haben. Das heißt, Portugal. Wir müssten gegen Portugal auch einen Kriegsgrund rechtfertigen, aber derzeit haben wir noch eine Waffenruhe mit Portugal bis ins Jahr 1924. Das heißt, bis ins Jahr 1924 kann ich sowieso nichts machen, außer ich habe Glück und kriege irgendeinen Kriegsgrund geschenkt, was ja durchaus sein kann. Ich glaube es zwar irgendwie nicht, aber naja, wer weiß das schon. In der Zwischenzeit können wir darauf hoffen, dass diese zwei Revolutionen, die hier stattfinden in Jodhpur und in Kutch, durchgehen und dazu führen, dass diese Länder sich von Großbritannien lossagen. Wie gesagt, das vielleicht haben wir ja Glück. Ja, in der Zwischenzeit, ja, wie ihr das letzte Mal ja schon ein bisschen gesehen habt, wir bauen unsere Truppen weiterhin aus. Derzeit haben wir eine liberale Regierung. Ich bin kein großer Freund von liberalen Regierungen. Die führen im Endeffekt nur dazu, dass wir viele Arbeitslose haben. Und Unzufriedene. Naja, wobei so unzufrieden sind die dann auch wieder nicht. Militanz 3. Hm. Auf jeden Fall kann ich keine Fabriken selber bauen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und ich sollte auch das da wegtun. Achso, warte jetzt mal. Da werde ich aber, glaube ich, im Pausenmodus gehen. Mal schauen. Ich kann sie nicht einmal ausbauen. Die Liberalen sind so schrecklich. Gott sei Dank habe ich die meisten Fabriken schon gebaut, aber die schließen dann einfach Fabriken, die ich möglicherweise brauchen könnte. Wenn wir das gleich auch entfernen. Vielleicht werden wir auch wieder anfangen, Geistliche zu fördern in großen Regionen, wenn diese Madras hat 113.000 Arbeitslose, da wollen wir den Fokus auch entfernen. Job hingegen passt voll und ganz. Im Punjab haben wir auch eine relativ gute Basis. Sind
Gallen. Wow, 390.000. Wenn wir den Fokus auch entfernen, den Vereinten Provinzen aber auch einen Haufen Arbeitslose. Wow. Wie nach den Kokosinseln, die haben wir letztens erobert. Und Westafghanistan. Vielleicht werde ich die Dings, vielleicht werde ich diese die liberale Regierung doch entsorgen. So viele Arbeitslose. Nicht gut. Ja, dann schauen wir mal, Vereinte Provinzen, wie viele Geistliche? 3,7% ist gut, 3,5% ist gut, 4% ist gut, 2,9% geht auch noch, 2,9% in Madras, oh, da mehr Geistliche dazu. Bihar. Müsste nicht mehr als genug sein, da auch 2% in Zirkas, wenn wir noch ein paar von denen reintun. 1,9%. Wenig, 2,9. Die mussten nämlich alle. Oh, 1,8 in Ostafghanistan. Schauen wir mal, was wir da noch haben. Indisch Amhara. Haben wir da irgendwelche. 7% aus dem Punjab. Na bitte, da wollen wir auch Bürokraten fördern. Vielleicht können wir diese Kolonien auch noch zu Bundesstaaten machen. Das sind jetzt die afrikanischen Kolonien. Da ist der Anteil an Indern nicht so groß, obwohl 23% Inder in Eritrea ist schon recht viel. Und man merkt, dass wir da relativ viele Auswanderer haben. Und in Oromia haben wir auch 20%. Schauen wir mal so. Die 7,7% in Amhara sind jetzt nicht so großartig viel, aber besser als nichts. Na gut, wir haben unsere nationalen Fokien ein wenig angepasst an die Situation. Machen wir mal weiter. Schauen wir mal, was passiert. Ist okay. Ja, wir haben einen Haufen Geld, das uns übrig bleibt. Ein Plus von 1300 sollte eigentlich reichen. Ich finde es interessant, dass Österreich noch immer zu den Top-Nationen zählt, obwohl die jetzt schon so oft eine auf die Nase gekriegt haben. Wirklich unangenehm ist eigentlich nur, ihr seht, wir haben bei der Armee haben wir nur noch eine Stärke von 91. Finde ich echt super. Das liegt daran, dass meine Regierungspartei Pazifisten sind. Sehr strange. Oh, schade. Das wäre schön, wenn dort die Dings gewonnen hätten, die Rebellen. Da haben sie jetzt bald gewonnen in dem Gebiet. 95% gehören ihnen schon. Kommt schon, sagt euch von den Briten los, sagt euch von den Briten los. Und was überhaupt das Coolste wäre, ich glaube, das sind Nationalisten, wenn die darüber gehen würden und sich das und da drüben auch noch eine Revolution machen würden. Zwischen Kriegskavallerie, Details.
So, Industrialisierung, Elektroöfen, synthetische Polymere, das ist auch gut für den Krieg, weil das macht unser Versorgungslimit besser. Und Stoff- und Glasproduktion steigt auch. Das heißt, wir haben Bakelit ist das im Übrigen, was wir da erforschen im Großen und Ganzen. So, eine Einheit, also eine Armee fehlt uns noch. Interessant, da sind noch zwei. Habe ich irgendwas zu viel? Das sind zwei Husaren, zwei Dragoner, viermal Artillerie und zehn Dings und ein Pionier. Das heißt, der letzte Husar gehört eigentlich woanders hin. Wir haben zu viel gebaut. Wieso sind da so wenig Leute? Kann mir das jemand erklären, warum die da so schlecht drauf sind? 33, 33, 33. Ah, da fehlt was. Aber da fehlt kein Husar, sondern ein Panzer. Okay, ich habe offensichtlich einmal zu oft auf Husaren gedrückt. Das heißt, das kommt weg. Und wir brauchen dafür noch einen Panzer. Naja. Ja, jetzt mal. Auch Äthiopien kann man, glaube ich, ignorieren. Xinjiang ebenfalls. Tibet natürlich nicht. Mongolei. Das mal herzlich. Kolumbien sind wir vertraut. So, außerdem wenn wir da Beziehungen verbessern. Wir wollen ja schließlich nicht, dass die USA uns mal nicht mag. So, wir haben hier Rebellen, das sind Nationalisten. Kommt schon. Sagt euch von Großbritannien los. Deutschland will ein Bündnis mit uns. Natürlich machen wir doch klar. Ich wusste gar nicht, dass ich kein Bündnis derzeit habe mit ihnen. Kommt schon, Nationalisten. Tut euer Schlimmstes. Werft Großbritannien raus. Huch. Achso, jetzt bin ich kurz unterbrochen worden. Nein! Ach Gott, ich bin kurz unterbrochen worden und sehe gerade. Aber das sind die Kommunisten geblieben. Die Kommunisten könnten dazu führen, dass es zu einer Unabhängigkeit kommt. Ah, das heißt, die Nationalisten machen das nicht. Die Nationalisten würden sich mir anschließen, wenn sie kein Satellitenstaat wären. Aber durch das, dass sie ein Satellitenstaat sind, tun sie das nicht, offensichtlich. Ärgerlich. Aber jetzt sind die Kommunisten am Belagern. Und wenn die Kommunisten das schaffen, dann kommen sie vielleicht zu mir. Ach, naja. Mist. Was soll man tun?
Ich habe jetzt echt keine Ahnung, wie lange ich aufgenommen habe vorhin. Nein, die Kommunisten sind weg. Ach, Zimbelfjüchs. Könnten die Kommunisten bitte noch einmal revoltieren? Was? Das heißt Modellkolonie. Da kriegen die Prestige dafür. Sehr ärgerlich. So, das sind 66.000 Mann. Die werden wir jetzt irgendwo hinbringen. Zunächst einmal werden wir da einen Anführer suchen, der Sinn macht. Na, könnten wir die militärische Luftfahrt... Wir können Flugzeuge bauen, yes! Also nein, wir können sie nicht bauen, wir können sie nur einsetzen. Das schauen wir gleich einmal, ob es Flugzeuge gibt dann. Zuerst machen wir das da. Ach Gott, ist ja wurscht, wo stellen wir den? Wo stellen wir den hin? Irgendwo hin, wo er nicht im Weg ist. In die Grenze zum Beispiel. Daher. So, den Panzer bauen wir schon. Jetzt schauen wir mal als erstes, ob es Flugzeuge am Weltmarkt gibt. Ja, es gibt Flugzeuge am Weltmarkt. Wir können leider noch keine herstellen, aber wir können die einsetzen. Das heißt, wir können rein theoretisch Armeen bauen für Flugzeuge. In jede Armee möchte ich ein Flugzeug setzen. Dazu schauen wir mal, wie viele Armeen wir haben. Wir haben zwei in Afrika. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Da haben wir eine doppelte, also 20, 21. Und noch eine doppelte sind 23, 25, 25 Armeen. Zwei davon sind in Afrika. Gut, das heißt, wir bauen ein paar Fliegerbrigaden. Und zwar zunächst einmal bauen wir mal in Afrika zwei. In Nigele und in Massawa zum Beispiel. Und dann gehen wir mal ganz runter und machen von unten nach oben mal. Da haben wir drei. Warte mal, wie viel haben wir gesagt? 25, 23 brauchen wir also 1, 2, 1, 3 oder mehr sind nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, passt. 23 Flugzeuge, schauen wir mal, ob die auch wirklich entstehen. Ob wir überhaupt Flugzeuge vom Markt kriegen. Ja, schon irgendwie nett. Ja, es gibt Flugzeuge am Markt, ausgezeichnet. Mit etwas Glück produziert noch keiner, hat noch keiner Flugzeugstaffeln.
Herat ist eine Kernprovinz, ausgezeichnet. Flugzeuge sind die bessere Kavallerie in dem Spiel im Übrigen. Sehr gut, also bis jetzt schaut das noch ganz gut aus. Wir kaufen feuchtfröhlich vor uns hin, das heißt der Weltmarkt hat genügend Flugzeuge derzeit noch. Das wird sich aber rasch ändern, fürchte ich, sobald ich... Na, die Oberschicht. Sobald ich die ganzen Flugzeuge fertig gebaut habe. Ich hoffe, ich kaufe das letzte. Ich fürchte, es wird schneller fertig sein. Das erste Flugzeug wird fertig sein, bevor ich das letzte angefangen habe zu bauen. Also ärgerlich ist. Weil, sobald wir mal Flugzeuge haben, verbrauchen die auch Flugzeuge im Erhalt. Das heißt, es sind weniger am Markt, um sie zu kaufen. Hey, wir können Automobilfabriken bauen. Yes. Vielleicht sollte ich wirklich auf die Konservativen umstellen, damit wir Autofabriken überall hinbauen, sobald es geht. Ah ja, außerdem fällt mir gerade ein, ich habe gar nicht geschaut, ob es überall Schnellstraßen hinbauen, aber offensichtlich haben wir das. Was? Aus Putin sind wir auch raus. Oh, ein Krieg, meine Güte, ich bin so dumm. Ich sollte mir das vielleicht anschauen. Manchmal, was hier passiert. Nö. Ah, schauen wir mal, wie ist das mit Kriegen? Frankreich, Österreich, Schweiz gegen die Niederlande und Spanien. Schau was an. Das könnte Frankreich einmal, das könnte mal zu einem Sieg in einem französischen Krieg führen. Frankreich hat, glaube ich, in dem ganzen Spiel noch keinen einzigen Krieg gewonnen oder so. Ja, nicht wirklich zumindest. Die Schweiz besetzt hier. Na, schau was an. Ach, ja. Schweiz, Frankreich gegen diese hier. Das könnte auch zu einem österreichischen Sieg mal führen. Auch das kommt eher selten vor. Naja, was soll's. Okay, also ich fürchte, die hier werden auch nicht so die Briten rauswerfen. Ja, klar, bauen wir eine Truppe her, damit ihr ja nicht mehr revoltiert. Ich hasse euch. Ah, warte mal, du. Ja. Was? Massenangriff kontra Angriffsspitze. Ja, okay. Du bist daher. Ja, da fehlt uns noch mehr. Ich hab Panzer. Kommunisten, super. Noch dazu relativ viele. Jetzt, wo wir die hohe Militanz hatten, haben sie nichts gemacht und jetzt, wo die Militanz langsam unten ist, denken sie sich, hurra, wir müssen euch umbringen. Ah, Gott sei Dank. Das Ding ist noch rechtzeitig dort angekommen. Ach, weh.
an für sich müsste ich genügend Truppen haben, um das alles abzuwehren. So, so. 63.000, bist du irre. Viele Kommunisten sind das aber. So, vielleicht fahren wir gleich so mit dir. Warte mal, warte mal, warte mal. Haben sich doch. Wieso ist die Lahore Garde nicht in Lahore? Wo sind die? Verdammt. Irre. Okay, du gehst wieder da zurück. Stop, du bleibst stehen. Flieger Boy. Sonst rennst du da in die Truppen rein. Ich hab heute das da hier. Ja, okay. Okay. Zack. Zack. Ich würde mal fast sagen. Drumherum, das sollten wir vielleicht nicht machen. So, ich glaube, ich habe jedes Gebiet abgedeckt hier. Da fehlen noch ein paar, aber das machen wir nachher. Und da sind Gott sei Dank keine Kommunisten. Ausgezeichnet. Schauen wir mal, wie ist das mit den Flugzeugen? In Jaipur wird gleich eines fertig. Wo ist in Jaipur? Ach Gott. Zeig mir doch bitte Jaipur da. Das ist Jaipur. Das heißt, sobald der da gewonnen hat, geht er da runter, um diese 9000 da zu besiegen. Gut, schauen wir mal, ein Chittagong. Mhm. Ah ja, genau, du kümmerst dich um die hier. Support. Hierat, ach Gott. Na stimmt, da war glaube ich noch nicht durchgelatscht mit irgendwelchen Truppen. Ah ja, warte mal, wie geht der? So, 1, 2, 3, 4. Ich muss so.
zurück nach Bela. Kann ich irgendwas verbessern? Gut dann. Nein, kann ich nicht. Da brauche ich 100 dafür. Uruguay. Auch nicht, nein. Kolumbien? Nein. Mongolei. Nein! Mist. Zu spät in Jaipur angekommen. Das heißt, ich muss nachher gleich noch ein Flugzeug bauen. Oder hat das Flugzeug überlebt und konnte fliehen? Nö, natürlich nicht. Okay. Waschab, okay. Ach, nein, warte mal. Kerle. So, ich glaube, jetzt haben wir alle zu gehen. Das heißt, ich brauche es mir, glaube ich, nicht mehr wirklich anschauen. Okay, okay, okay. Wir schauen uns das Ganze erst wieder an. Schlachtfeldzerstörungsdoktrin. Flugzeugangriff plus 0,5 Unterstützung plus 100%. Yes. Nein, wir haben gesagt, das interessiert uns nicht mehr. Okay, okay. Ist auch okay. Nein. Noch ein Flugzeug zerstört. Und gleich noch eins. Zum Beispiel. Okay. Okay. Wir nehmen das echt ernst. Wieder eine Schlacht hier. Okay. Mm-hmm.
Ist okay. Ist auch okay. Noch ein Flugzeug zerstört. Gibt's denn das? Na, Kalkutta habe ich schon eins. Da Chili. Nehmen wir da Chili. So, das geht wieder zurück. Und das geht da durch. Das schaut so aus, als würden die da alle noch erledigt werden. Das ist gut. Da haben wir. Oh, da haben wir nochmal 3000. Ah, da. Der wird erledigt. Ausgezeichnet. Schaut gut aus. Schaut so aus, als würden wir das gewinnen. Diese Revolution. Okay, Frankreich hat den Krieg gewonnen. Keine Kriege mehr, ja. Arg. Nicht schlecht. Gut, an dieser Stelle, meine Herrschaften, werde ich für heute wieder Schluss machen. Jetzt habe ich mehr als 30 Minuten aufgenommen insgesamt. Wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder. Wenn es heißt, können wir vielleicht doch noch Gebiete von Großbritannien zurückerobern. Bis dann. Tschüss euch.